Wir von Gotsband Computer legen Wert auf qualitativ hochwertige Arbeit und auf unsere individuelle Kundenberatung. Gotsband Computer steht für Qualität, faire Preise, kompetente Beratung und der Vielzahl unserer Produkte. Wir bieten Ihnen auch Vor-Ort-Service und Hilfestellung bei der Einrichtung von Internetanschlüssen. Gotsband Computer, Remscheid-Lennep. Es geht halt einfach darum, dass man einen Rahmen vorgibt, wie die einzelne Entwicklung zukünftig in Remscheid aussehen soll, dass man halt keinen Wildwuchs mehr hat außerhalb der Zentren, sondern ist letztendlich ein Instrument, um die zentralen Versorgungsbereiche in der Stadt Remscheid, also die Zentren, zu stärken. Und man braucht halt dieses Konzept, um sich darauf berufen zu können, um dann auch Gerichtsverfahren durchstehen zu können, um dann Entwicklungen, die man nicht erreichen möchte, dann letztendlich auch mithilfe dieses Konzeptes dann zu verhindern. Beispiel, was vielleicht aller Ort bekannt ist, das Zentro in Oberhausen, wo man ein Zentro errichtet auf der grünen Wiese, letztendlich die Innenstadt dadurch natürlich zerbrochen ist. Das ist die Entwicklung, die solche Einzelhandelskonzepte dann vorangetrieben hat, dass man sich Gedanken macht, wo der Einzelhandel hin soll, aber wo er auch eben nicht hin soll. Das DOC soll natürlich in die gewachsenen Strukturen in Lennep integriert werden, dass man dort keine Kunstwelt schafft, keine zweite Parallelwelt, sondern einfach das DOC an die Altstadt in Lennep anbindet und eine städtebaulich funktionale Verbindung zur Altstadt, zum DOC schafft. Es gibt auch die Chancen, das ist ja ganz klar. Es ist definitiv so, dass Lennep natürlich leichter hat, davon zu profitieren, weil es einfach direkt unmittelbar angrenzend ist, aber Die Möglichkeit ist gegeben, dass auch die Innenstadt davon profitieren kann. Das ist kein einfacher Weg, da müssen sich sicherlich auch die Händler vor Ort Gedanken machen oder alle, die in der Innenstadt in Remscheid sitzen, Gedanken machen, wie sie sozusagen die Besucher anziehen kann, die zum DOC fahren. Aber wenn man sich da zusammentut und dann auch in die gleiche Richtung marschiert, gibt es durchaus Chancen. Bezogen eben auf die heutige Veranstaltung, war sicher interessant, gut gemacht von Frau Burkhardt und auch von Herrn Döring. Was mich also sehr interessiert hat heute, war die Aussage, dass es also eine Auswirkungsanalyse geben soll, die so schnell wie möglich auch kommt. Und für mich ist das, glaube ich, im Moment einfach mal die wichtigste Analyse, wie sich das DOC auf die Alleestraße auswirkt. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie diese Auswirkungsanalyse aussehen wird. Ich kann einfach nur hoffen, dass sich aufgrund dieser ganzen Wellen, die wir jetzt im Moment haben, sich etwas hier auf dieser Straße bewegt, dass etwas kommt, dass alle wach werden. Es muss etwas passieren und es kann auch nur A, im Zusammenschluss der ISG und sicherlich auch marketingmäßig. Aber ich denke mal, wir haben eine tolle Unterstützung seitens der Stadtverwaltung im Moment mit Frau Burkhardt. Ich hoffe einfach und bin eigentlich frohen Mutes, dass da etwas passiert. Ja, meine Idee zur Alleestraße ist die, dass es eine so große Handlungsnotwendigkeit gibt, dass ich sehr froh bin, dass das Einzelhandelskonzept vorgestellt wurde und auch hoffe, dass der Rat es verabschieden wird. Denn die Unsicherheiten, die im Moment aus vielerlei Gründen bestehen, zum Beispiel der Frage, kommt das DOC oder kommt es nicht und wann und wie und wo in Remscheid kann man anderweitig sich darauf verlassen, dass Einzelhandel stattfindet, meine ich, bereinigt dieses Konzept, sorgt dafür, dass wir für die nächsten Jahre wissen, was wo stattfinden soll. Und ich bin sehr froh, dass dieses Einzelhandelskonzept die Innenstadt Remscheid mit der Alleestraße im Zentrum hat und diese auch an oberste Priorität setzt. Gleichwohl habe ich natürlich Sorgen, dass wenn ein DOC kommt, dass das ein gut gemeinter Wunsch ist. Ob er dann in Erfüllung geht, ist was anderes. Aber wenn die Politik dieses als Ziel formuliert hat und am Ende auch Maßnahmen ergreift, um es umzusetzen, sind wir sehr zufrieden damit.